Also mein ist ein guter Eindruck, weil es ist jetzt nicht so, ob ich in eine neue Mannschaft gekommen bin, weil ich schon 8, 9 Spieler persönlich kannte. Und deswegen, die Jungs haben mich alle gut aufgenommen. Den Trainer kannte ich ja sowieso. Und deswegen war es kam mir vor, als ob ich schon 2 Jahre hier spiele. Deswegen ist es umso besser, ob privat in der Kabine oder auf dem Platz. Da passt das alles schon. Ja, sehr anstrengend bei den Temperaturen. Wir haben 11 gegen 11 gespielt, 3 Durchgänge à 14 Minuten. Ja, waren sehr gute Spielzüge dabei, glaube ich, bei beiden Mannschaften, aber jetzt ist man auch sehr erschöpft. Es war sehr, sehr anstrengend, aber hat Spaß gemacht und es war eine gute Einheit von der Mannschaft, war sehr, sehr intensiv. Aber das passt alles schon. Ja, sehr gut. Ich glaube, durch die Corona-Pause waren wir eh dann, ja, durch das Gruppentraining haben wir vieles aufgebaut und dann im Urlaub hatten wir viele Läufe. Deswegen, glaube ich, sind wir alle gut in Shape und ja, macht einfach Spaß, wieder Fußball zu spielen. Nee, das ist ja eigentlich alles perfekt koordiniert hier. Und also ich habe keine Probleme mit Läufen oder sowas. Es macht Spaß, es gehört dazu, dass unser Beruf und wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ja, ich denke, dass man da unglaublich viel lernen kann, einfach von den Stuttgarter Spielern. Die haben schon eine enorme Qualität. Und ja, in so Testspielen, man darf die nie überbewerten. Ich denke, das hätte auch 6-3 ausgehen können oder 5-2. Also das Ergebnis war dann schon letztendlich ein bisschen zu hoch. Aber man hat schon gesehen, dass die Stuttgarter eine enorme Qualität haben. Und ja, aus so einem Testspiel nimmt man einiges mit. Danke.